Okay Leute, wir haben heute für euch Selbstverteidigungsschirm für die Frauen, dafür haben wir Sophia. Wir werden zusammen das kaputt machen, zerstören und gucken, was alles aushält. Willkommen bei One to Punch, ich heiße Vitali Becker, viel Spaß dabei. Okay Leute, Sicherheitsschirm für die Frauen. Folgendermaßen, Kooperationspartner, haben wir jetzt einen Kooperationspartner, der hat uns angeschrieben. Und zwar, wir haben den zugeschickt bekommen, wenn ihr ihn kaufen wollt, der kriegt von uns 20%. Beziehungsweise, wenn ihr von One to Punch kommt, gebt ihr den Code ein, das werden wir alles in unten in der Beschreibung teilen. Das heißt, wichtiger Punkt, was hält er alles aus? Wir haben inzwischen schon ein paar Sachen ausprobiert und wir wissen schon ganz genau, was er aushält. Einziges Problem ist, der ist nicht so klein, wie man sich so vorstellt, Frauenschirm, oder? Sophie, ich meine, mit der Handtasche müssen ein bisschen Probleme haben, oder? Ja, ist schwierig. Und das Schlimme ist, wir können nicht mal ihn zusammenklappen, weil er nicht kaputt geht, ja? Sonst können wir ihn zusammenklappen mit der Tasche. Okay, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall, der Schirm ist komplett. Hier ist aus Gummi, ist alles sehr weich, angenehm. Hier ist so ein Metallstück, der ist sehr sicher, von allem auch ziemlich groß, Sophie, oder? Muss ich mal sagen, guck mal, wir können sogar zusammenlaufen, auch alles easy, kein Problem. Okay, Battle, Mr. Checker gegen Regenschirm. Hält er das aus, was ich machen kann mit Mr. Checker? Ich denke schon, ich probiere ihn. Ja, guck mal, Sophia. So. Und du bist dran. Das gibt's doch nicht, noch mehr. Und du. Okay, mein Stab ist nicht kaputt. Sophia, mach mal deinen Regenschirm aus. Ja, mal sehen. Gibt's doch nicht. Ist immer noch richtig fest. Okay. Ja. Okay, probieren wir aufzumachen. Jetzt. Ich bin gespannt. Mr. Checker, sogar Mr. Checker ist hier kaputt gegangen ein bisschen. Okay, auf. Klemmt. Okay, was haben wir hier? Aufpassen, Reparatur, schnelle Reparatur nach dem Kampf. Das packen wir rein. Okay, was sehen wir hier? Also ich muss sagen, sogar, so wie guck mal, mein Mr. Checker, er hat noch nie sowas erlebt. Ja? Der hat so eine hier Griffe, der halt jetzt für die Geschichte bleiben wird. Ja? Aber der Regenschirm hält immer noch. So viel Zeit mit dem. Bist du vorsichtig mit dem Checker? Ja? Guck mal, was wir jetzt haben. Das Problem ist das folgendes. Wir haben übertrieben viele Riffe oder viele Punkte, wo er kaputt ist. Aber der funktioniert immer noch. Wir haben hier das Teil vorne. Wir haben hier, es war hier ein Metallstück, der ist jetzt abgefallen. Okay, das ist ein bisschen schwierig, ihn ranzumachen, aber er hält fast. Er hält fast. Nochmal, Reparatur, schnelle Reparatur. Er muss doch trotzdem. Ich meine jetzt, das Coole dabei ist, Leute, guck mal, er hat Mr. Chick ausgehalten. Sansa, wir haben mit ihm trainiert, wir haben ihn drauf getreten. Er funktioniert immer noch. Und das Wichtigste dabei ist, was natürlich auch der Hersteller sagt, er versichert, dass der Stab nicht kaputt geht, ja? Und das hat er getan. Dass das ganze Stoff kaputt gehen kann, das ist auf jeden Fall möglich. Dass euch alles Stoff oder diese Metallteile vielleicht irgendwann abfallen können, das kann natürlich sein. Das wird keiner behaupten, aber der Stab ist fest. Wenn ich jetzt ganz normale Schirm habe und ich habe sehr viel Ahnung im Selbstverteidigungsbereich, dann kann ich auch ihn benutzen. Wenn ich aber nicht so viel Ahnung habe und ich habe nur den Schirm, weil ich weiß ganz genau, zum Not kann es mich schützen, weil es ist das gleiche, wie wenn ich einen Stock dabei habe. Aber das sieht keiner, das fällt nicht auf und deswegen, das ist richtig gut.
Genau dafür ist das richtig cool. Das heißt, die Leute, die weniger mit Selbstverteidigung zu tun haben, die können einfach draufhauen. Und genau das ist wichtig. Und genau da, die Leute will ich ansprechen, die vielleicht ein bisschen unsicher sind und die brauchen was dabei. Und das ist ganz cool. Einziges, was ich immer so überlege, wenn noch so viel weiß wäre, dann könnten wir auch in normale Tage, wenn Sonne scheint, dran, oder? Dann sind wir so wie in Japan, dann laufen wir halt mit weißen Schirmen, so Sonnenschirmen, ja? Nicht nur Regenschirm. Ja, Leute, das war's für heute. Sophia war mit uns heute da. Sie wird ein paar Mal noch was zeigen. Ich hoffe, Sophia wirst du uns was zeigen. Ja. Sie kann nicht nur schlagen, sie kann auch ein paar Sachen, gute Sachen machen. Das werden wir demnächst noch draufballern. Okay, Leute, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Schreiben, kommentieren, abonnieren. Mit euch war Vitali Becker. Sophia, bis zum nächsten Mal. Ciao!